mein Name ist Annika Lilge. Ich arbeite bei Cordes und Gräfe in der Abteilung Produktdatenmanagement im Bereich Bildpreisliste. Wir erstellen da die Kataloge. Und ja, das ist mein erster Print Day. Mitgenommen, viele spannende Themen, die in den Veranstaltungen präsentiert wurden. Es gibt auf jeden Fall eine große Vielfalt und Auswahl, zwischen denen man sich dann auch entscheiden muss. Und das Besondere würde ich sagen, definitiv der Standort hier im Landschaftspark, den man dann auch in der Mittagspause wunderbar sich anschauen konnte. Bisher noch nicht. Wir haben da jetzt im Sommer ein Projekt gestartet und wollen da dann zukünftig unsere Katalogerstellung mitmachen. Was erhoffen Sie sich? Also das soll hauptsächlich, geht es darum, unsere Tabellen dynamisch zu erstellen, dass da möglichst viel Automatisierung stattfindet und weniger manuelle Arbeit erfolgen muss. Okay.